Neue TÜV im Frühling abholen, natürlich eines der Highlights, aber je nach Wetter ein bisschen Challenge. Wie das geht, erzählen wir jetzt. Wenn ihr schon mal ein Neufahrzeug bei uns abgeliefert bekommen habt, dann wisst ihr, das sieht genau so aus, weil wir machen immer gerne ein bisschen Szenario drum. Das ist ein spezieller und emotionaler Moment. Darum decken wir euch TÜV auch immer zu. Und das machen wir mit Freude und Ruhe da unten bei uns im Keller, wo uns niemand stört und keine Strassenlärm hast. Das ist super. Natürlich, wenn ihr jetzt im Frühling alle eure TÜV holen, die ihr im Winter bestellt habt, und das freut uns natürlich, dann wird das Lager kleiner. Eine kleine Challenge haben wir an dem Thema, nämlich, wenn es draussen schifft und grusig ist, dann will niemand seinen TÜV haben. Aber wenn es morgen und nur morgen, jetzt am Nachmittag, 3 Stunden Sonne und schön und warm ist, dann wollen alle in diesen 3 Stunden ihre TÜV holen. Und das müssen wir ein bisschen regeln, wie wir das schlau aneinander vorbeibringen, damit wir eure Wettergelüste und TÜV-Gelüste natürlich unter die Logistikkuppel bringen, da von so einem Frühlingsmotorradbetrieb. Das sieht folgendermaßen aus und das ist unser Vorschlag. Haben wir schon 2-3 Jahre so durchgezogen. Das heisst, nehmen wir an, wir machen ab, am 27. März kommst du deine Nigelnagelneu 1000 Ergo abholen, auf die du jetzt schon lang gewartet hast. Wir haben den Termin fixiert, wir haben den TÜV gelöst, alles ist parat an dem 27. März. Aber wer versagt wieder einmal, logischerweise der Bucheri. Bucheri ist immer schuld, wenn es uns nicht gut geht. Also es regnet genau an dem 27. und dann willst du nicht einen 30'000 Franken TÜV im Flotsch umeinander heimfahren. Und das verstehen wir natürlich. Aber ich kann dir den TÜV sehr gerne, auch bei Regen, dann habe ich nämlich noch mehr Ruhe da unten. Bei Regen tue ich dir gerne den TÜV erklären, dein Handy koppeln, zeigen, was die App kann, Reifendruck, das ganze Ablieferungsprozedere. Das geht eine halbe Stunde bis eine Stunde, je nach Modell. Das können wir doch auch da machen, wenn es schifft. Und dann, wenn dann die Sonne kommt morgen, dann muss ich dir nichts mehr erklären und du musst nicht mehr Däumchen drehen, nervös, dann stelle ich dir deinen TÜV da raus, du kommst da hinten, Schlüssel holen, abfahren und machst endlich jetzt deine erste Ausfahrt mit dem ersten neuen TÜV. Also, das wäre das Prozedere, das wir euch vorschlagen. Wenn es regnet, kommt doch gleich vorbei, wir machen ganz normal Ablieferungsprozedere und dann, wenn es schön wird, beim ersten Sonnenstrahl, sagst du, morgen macht, ich komme holen, der steht draußen parat und du fährst heim. Du fährst halt zweimal her, aber dafür hast du alles in Ruhe und entspannt bekommen von uns. Natürlich machen wir das nicht mit einem Kunden, der aus dem Tessin herfährt. So flexibel sind wir dann schon. Aber wenn wir es ein bisschen managen können, das wäre unser Vorschlag. Regen, egal, Bucheli, kannst du Kappenweise vorbeikommen, abliefern und dann erst den Sonnenstrahl, Bucheli, gute Laune, dürfen fahren, sofort.